Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der meiner Super Nintendo Sammlung. Ich habe mal was ausgepackt und bevor einer fragt, ja, ich habe noch andere Boxen, ich war nur zu faul, die rauszusuchen. Das ist meine Secret of Mana Box, falls das mal irgendjemand sehen will. So sehen Box Games aus. Ja, die heißt nicht umsonst Box, weil ist auch die Schachtel. Und Secret of Mana ist eh ein Jahrhunderttitel. Aber man hatte nicht nur diese unglaubliche Box, man hatte auch diesen bekannten Spieleberater. Ich blende mal einfach ein bisschen durch. Das ist der von Secret of Mana und das ist der von Terranigma. Ja, komm, das machen wir nochmal. Sollte ja ein bisschen auch mal was sehen davon. Ja, man würde immer noch sagen, diese Bücher sind immer noch besser als das, was heute als Lösungsbücher verkauft wird. Wer also die Chance hat, auch nicht nur als Sammler, sondern wirklich als Gamer, der soll diese Box-Games wirklich sich schnappen. Die sind so gut. Das war eigentlich das große Highlight der Super Nintendo-Zeit. Wir kommen aber gleich auch noch dazu. Und passend dazu, das war auch ein Box-Game. Ich habe aber davon die Box nicht, falls das irgendeiner wissen will. Also das habe ich mir, glaube ich, auf dem Flohmarkt geschossen, weil ich war immer so skeptisch beim Mystic Quest, weil ich so unglaublich viel Gutes gehört habe. Und ich muss sagen, alle Leute, die dafür sagen, dieser Titel wäre schlecht, haben ihn nicht gespielt. Mystic Quest ist ein RPG für Einsteiger, so möchte man das sagen. Das war natürlich für diese westlichen Idioten, weil wir sind ja alle vollkommen unfähig und wissen ja gar nicht, was Rollenspiele sind. Dafür war das gemacht. Die Story ist unglaublich dünn, die deutsche Übersetzung brilliert wieder durch Anspielungen. Ich glaube, bei Secret of Nana gibt es auch eine Anspielung auf Lindenstraße und andere Sachen noch. Man hat also damals schon sehr merkwürdig übersetzt, deswegen ist das hier nicht unbedingt ein Einzelfehler. Die Story ist wie schon mal merkwürdig, die ist wirklich unglaublich, die passt auf den Bierdeckel. Da passt nicht nur eine Steuererklärung, sondern hier passt auch die ganze Story da drauf. Was aber diesen Titel unglaublich interessant macht, ist seine bombastischer Soundtrack und der lohnt sich wirklich. Wer das also mal gezockt hat, es ist sehr linear, es ist sehr überschaubar, es bietet auch keine Irrungen und Wirrungen. Das ist vielleicht auch mal ganz gut so, aber trotzdem kann ich diesen Titel nur wärmstens empfehlen. Also ich bin damals dran vorbeigekommen und als ich ihn dann irgendwann mal gezockt habe, da war ich ein bisschen sauer, weil da dachte ich mir, hey, das hättest du aber damals auch mal angucken können. Egal, aber wir Mystic Quest zugreifen. Wild and Wacky Spawns mit den Tiny Toons, auch von Konami, eine wunderbare Parodie auf die eigene Hyper Sports und Track and Field Reihe. Ihr habt hier vollkommen verrückte Disziplinen und Events und ich kann euch sagen, das Ding macht Höllenspaß. Wirklich, Höllenspaß. Wer auf solche Games steht, zugreifen. Ja, WrestleMania, das Arcade-Game, ja. Ich glaube, ich habe es auch für einen PC. Da ist es auch nicht besser. Da hat man, glaube ich, sogar noch die CD-Soundtracks der Entrances. Das hat man hier natürlich nicht. Es ist ein Beat'em-up mit Wrestling-Figuren. Ja, das war so der erste Versuch von Acclaim, glaube ich, da Fuß zu fassen. Die haben aber dann spätere Sachen besser gemacht. Ich kann es nicht so anraten. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die finden das total toll. Ich finde es total dämlich, wenn irgendwer Clown mit so einem Hammer Leute erschlägt. Nee. Und das war vor der Attitude-Era, bevor einer fragt. Nein. So, großes Highlight. Lufia. Ganz starker Titel. Kann ich nur empfehlen. Tolles RPG. Hat auch unglaublich tolle Sachen. Hat, glaube ich, auch so einen extra Turm, wo ihr viel Spaß habt, wo ihr, glaube ich, allein 10 oder 20 Stunden verbringen könnt. Wirklich, absolute Langspiel. Ich hatte unglaublich viel Spaß und ihr habt auch alles abgeräumt, was nicht bis 10 auf dem Baum war. Ihr solltet das auch tun. Das erste F-Zero ist nicht unbedingt das stärkste Racing-Spiel auf dem Super Nintendo. Mario Kart ist da ja sowieso, wenn man so will, unerreicht. Ist okay, ist schön, kann man sich ansehen, ist aber jetzt nicht so ein Titel, wo man, wie heißt es schon, immer die rechte Niere sich geben muss. Ist aber okay. Also macht ihr nicht viel falsch, lohnt sich. Ein weiteres schönes Beat'em'up ist Justice League Task Force. Wirklich schöner Titel. Ihr habt auch wirklich die Figuren, dann könnt ihr mit Batman, Superman, Wonder Woman und Flash und wer dann noch so alles dabei ist, auch loslegen und die haben auch schöne Moves. Es ist sehr gut inszeniert, es sieht grafisch auch lecker aus, der Sound, der gefiel mir auch sehr, hat unglaublich viel Style, kann man sich zulegen und ich glaube, ihr habt auch Glück, den Titel kennt fast kein Mensch, das heißt, den kriegt ihr eigentlich auch wahrscheinlich fast geschenkt.
Secret of Evermore, ja, von Square USA, glaube ich. Ja, ich weiß, dass es viele Leute gibt, die mir immer erzählen, wie unglaublich toll dieser Titel ist. Er ist nicht schlecht. Aber wenn ihr diesen Titel mit Illusion of Time, Secret of Mana, und davon ist dieses Ding garantiert keine Fortsetzung, ne? Wer die richtige Secret of Mana-Reihe kennt, der weiß ja, Secret of Mana ist ja aber eigentlich Secret of Mana 2 und Lufia ist ja auch Lufia 2 und hin und her und hast du nicht gesehen. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir nur in Deutschland veralbert wurden, sondern weltweit wurden wir ja veralbert. Secret of Evermore ist okay, es ist nett, auch die ganzen Zeiteinflüsse und so sind okay gemacht, aber es ist nicht unbedingt mein Favorite. Da gibt es einfach Sachen, die sind stärker. Also, ich glaube so, vielleicht, der ist nicht mal in meiner Top 10 der besten Super Nintendo Games. Aber ich habe es auch gespielt und ich bin auch stolz darauf, dass ich es durchgespielt habe, weil es lohnt sich. Bevor wir zum großen Hammer kommen, Terranigma. Sicherlich einer der stärksten Titel für den Super Nintendo. Geniale Story. Vollkommen natürlich wieder Endzeit und La und Blups und Kristallis lässt grüßen und was es dann noch alles für Games gibt, die auch so eine Story haben. Ah, der Mensch hat alles kaputt gemacht und muss wieder neu anfangen. Ihr habt auch so eine Sims-Ebene wie bei ActRiser. Was den Titel ein bisschen merkwürdig macht, werdet ihr sehen, ist so ein bisschen die Aussage. Aber gut, da müssen wir halt leben. Das ist halt kein westliches RPG, sondern da sind halt östliche Einflüsse und hat man vielleicht auch mal eine andere Philosophie. Trotzdem, starker Titel, wirklich super gut, tolle Rätsel, tolle Grafik, einen unglaublich genialen Soundtrack. Die World Theme von der Dark World oder von der Underworld, absolut genial. Das ist Final Fantasy VI Qualität. Ganz starker Titel. Zocken, müsste haben, muss jeder kennen. Genial. Und natürlich kommen wir jetzt zum Highlight. Secret of Mana, für mich eigentlich das stärkste der Box-Games. Terranigma war mir einfach irgendwann zu düster, weil ging mir einfach auf den Nerv. Die Menschheit mag böse sein, ja, und die Menschheit mag böse sein. Und habe ich schon erwähnt, die Menschheit, ja, nach dem Motto, halt die Klappe, ich weiß es. Secret of Mana ist sehr, sehr basic. Ihr könnt das mit bis zu 3 Figuren spielen. Das heißt, auch wirklich 3 Spieler können da die Figuren übernehmen. Das Magiesystem und das Levelsystem, werdet ihr sehen, ist auch alles sehr basic. Das heißt, diese üblichen Grinding-Geschichten gibt es hier auch natürlich wieder massiv. Aber es ist ein unglaublich starker Titel mit unglaublich dichter Atmosphäre, mit unglaublich tollem Soundtrack, mit unglaublich passender und sehr atmosphärischer Grafik. Kann ich nur empfehlen, muss man haben. Ist ein ganz starkes Game. Wer die Chance hat, am besten noch in der Komplettfassung. Gut, das wird man auf Messen nicht mehr für kleines Geld kriegen, leider. Aber ist ein starker Titel. So, mit dem Highlight möchte ich es auch bewenden. Das war meine Super Nintendo-Sammlung. Sie ist nicht die größte der Welt, das ist wohl richtig. Aber ich denke, es sind doch ein paar Sachen dabei, die man so kennt. Wo ich noch nachgucke, Soul Blazer, Soul Blader, wie auch immer er jetzt bei uns richtig heißt. Das ist noch ein Game, das ist auch von Quintet. Da will ich nochmal gucken, ob man das Modul sich schnappen kann. Da bin ich nochmal ein bisschen hinterher. Aber sonst an sich habe ich so eigentlich alles, was ich jemals mal auch absolut hardcore gezockt habe. Ja, dann sind wir am Ende. Nächste Woche machen wir dann mit was anderem weiter. Wie immer, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt das Spiel. Mal sehen, was man noch so alles haben kann. Ihr könnt ja auch selber mal vorschlagen, was ihr sehen wollt. Vielleicht ist das ja machbar. Vielleicht können wir auch von den Sachen mal ein Let's Show machen, Let's Play. Dafür haben wir sie ja. Ne? Das muss ja nicht alles verkommen. Wir wollen ja die Games schließlich auch retten. Und Kunst muss man eben auch darstellen, sonst macht es eben auch keinen Sinn. Es muss ja nicht im Keller versiegen, bei irgendeinem verrückten Diktator oder so. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschö, tschö. Bis dann.